Was bedeutet dir der 1. August, unser Nationalfeiertag? Normalerweise ein freier Tag. Aber da ich sowieso Ferien habe, fällt es am nächsten Wo feierst du und wie feierst du heute, heutigen Tag? Ja, das ist noch ziemlich offen. Ob ich den überhaupt feiere, weiss ich noch. Und wenn, dann am liebsten in Gesellschaft mit den Leuten. Ja. Wenn du müsstest, Bundesrat zum heutigen Feiertag halten, welche Thema würdest du ansprechen? Hui, das auf leeren Magen. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja. Sagen wir mal, die Sparroute in der Schule würde ich sicher ansprechen. Ja. Also du bist Lehrerin, ja, und bist sehr direkt betroffen von der Sparwut. Ja. Jawohl. Wenn Sie müssen den Bundesrat halten, was würden Sie erzählen? Das ist ein heikles Thema. He? Ah ja, wenn Sie keine Antwort geben dafür. Nein, das ist ja lieber... Wissen Sie zufälligerweise, wie der amtliche, amtierende Bundesrat, Bundespräsident heisst? Gusper. Was bedeutet dir der Nationalfeiertag 1. August? Ein schulfreier Tag ist zwar in den Ferien, aber festlich feiern Leute gesehen. Jetzt noch eine allerletzte Frage. Weißt du, welches das der aktuelle amtierende Bundespräsident ist? Das ist der Gusper. Von dir, ja, Kinder, was bedeutet dir der 1. August, das Datum? Ja, eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also der Presse nicht natürlich, dass überall eine Rede ist. Man macht sich da Gedanken, wo man einen besuchen. Und trotzdem lange es heute Abend für ein Feuerli und für ein freundschaftliches Treffen. Wenn du müsstest Bundesfeierrede halten, auf welche Themen würdest du dich konzentrieren? Ja, also was mir immer unter den Fingernägeln brennt, das ist natürlich ganz sicher die Jugend. Ich war mal in der Jugendarbeit tätig und habe einfach gesehen, wie viel man dort erreichen kann, wenn man dort ein bisschen ansetzt und auch die mal zum Zug lässt. Und ganz sicher nicht nur immer so Altbundesrat und weiss ich was, eben gerade zum Beispiel, wenn ich vorhin gesagt habe, bezüglich Rede, das wäre auch mal noch etwas. Dass man die Jungen einfach viel mehr einmal sagen lässt, was sie sagen haben. Und vielleicht dann auch dort schauen, dass man auch ein bisschen anders politisieren könnte, aber das lassen wir jetzt. Es ist ganz sicher schön, dass wir einen freien Tag haben. Aber die vier an einem Physik oder die Bedeutung, eben Geburtstag von der Schweiz, sagt man nicht wahnsinnig viel. Und das Abend, das ist klar, das feiert man dann gleich auf irgendeine Art. Das Jahr gehen wir an den Wald mit Freunden, Kollegen. Wer auch immer dann dabei ist, das wissen wir noch nicht ganz genau. Schön. Wenn du müsstest Bundesfeierrede halten, welche Themen wären für dich von besonderem Interesse? Ich habe heute noch im Tagi auf der Frontseite die Rede lesen, die sie geschrieben haben. Man liest in den Zeitungen, man hört noch von Leuten, die irgendwie etwas Besonderes sind. Sagen sie jetzt derjenigen, die wieder Banker, die Abfindungen in Milliardenhöhen bekommen oder Prominente aus Film und weiss ich woher. Aber über uns oder den Mittelstand, da gibt es nichts zu schreiben. Ich glaube, wir sind viel zu uninteressant. Vergessen. Und da würde ich jetzt vielleicht einmal sagen, was uns am Herzen liegt oder was unsere Probleme sind, einfach so im Alltagsleben. Was bedeutet dir der 1. August? Das ist meine erste Frage. Der 1. August. Oh, ja, eigentlich einfach eben der Geburtstag von der Schweiz. Ja, wie feiert ihr den und wo? In der Regel feiern wir ihn immer mit Brands zusammen. Sind das Nachbarn von euch? Ja. Nachbarn, ja, und Freunde. Ja, und wo feiert ihr dann? Privat oder draußen? Je nach Wetter. Ja, es ist ein bisschen verschieden. Die letzten drei Jahre sind wir zum Beispiel immer in einem anderen Restaurant gewesen, zu baden und haben das Feuerwerk geguckt. Ach so, schön. Wenn du müsstest Bundesfeierrede halten, welche Thema würdest du berücksichtigen oder für wichtig finden? Könntest... Aber ich weiss jetzt nicht, ob ich unbedingt immer nur über die ganze Schweiz würde reden. Ja, okay, also, du würdest eher... Wäre es auch wichtig, mehr lokal etwas zu sagen.
Aha. Oder schauen, was läuft in unseren Gemeinden. Vielleicht müssen wir dort anfangen. Ja, zum Beispiel über die Tele-Kaiserstuhl. Ja, genau. Ja. Weißt du, wer der aktuelle amtierende Bundespräsident ist? Ja, da weiss ich, dass du Buschmann. Hoi Annik. Hallo. Was bedeutet für dich der 1. August? Ja, ein kleines Fest oder eine lange Tradition von der Schweiz und halt vor allem Feuerwerk abladen. Ein bisschen knallen. Ja, genau. Ja. Ja. Wenn du müsstest Festrede halten zum heutigen Tag, welche Themen würden dich besonders interessieren? Eben, weil ich ja an Jugendlichen wie irgendetwas, was die Jugend betrifft, und dann würde ich auch irgendwie, dass es da immer von, also dass nicht so Vorurteile gehabt über die Jugendlichen und immer gerade, dass wenn etwas ist, dass es halt immer die Einen sind. Oder vor allem, ja, so etwas. Also du meinst, dass bei gewissen Themen die Jugend in einen Topf gerührt wird? Ja, zum Beispiel über Jugendgewalt, oder? Ja, genau. Ja. Ja, da würdest du etwas entgegnen. Dann meine letzte Frage ist, weißt du den Namen vom aktuell amtierenden Bundespräsidenten? Schreck! Ja, der Pascal Kuschbell. Das wär's schon gewesen. Ich danke dir vielmals für das Interview und ich hoffe, dass du noch einen schönen 1. August verbringst. Danke vielmals. Merci.